Hello, I'm Pam Giel. Und ich bin Barbara Wontus. Want to welcome you to Kingdom Life Now online tonight. Wir möchten euch wieder herzlich willkommen heißen zum Kingdom Life Now online. We're really looking forward to this evening's meeting and message. Wir freuen uns auf die Botschaft heute Abend und auf das Thema. We're a little late because we had some technical problems. Wir sind etwas verspätet, weil wir technische Probleme hatten. But we want to welcome our guest, Terry Kopp. Aber wir möchten unseren Gastredner, Terry Kopp, herzlich willkommen heißen. Thank you so much for joining us, Terry. Vielen Dank, dass du bei uns bist jetzt. Vielen Dank, Barbara und Pam, und danke für Ihre Geduld. Entschuldigung, ich war zu spät. Technical problems are normal in this business. But Terry, tell us a little bit how you about yourself and a little bit about how you came to this message. Vielleicht kannst du uns ein bisschen über dich selber etwas sagen und wie du zu dieser zu diesem Thema, zu dieser Botschaft. Probably most bist. Of our people don't know you. Vielleicht die meisten werden dich noch nicht kennen, unsere Zuhörerschaft. So just tell us a little bit about it and then begin your message. So erzähl uns einfach ein bisschen und dann fang an mit deiner Botschaft. Okay, einen schönen guten Abend zusammen und vielen Dank an Pam und an Barbara für die Einladung. Es ist echt eine Ehre, hier zu sein. Mein Name ist Thierry Kopp. Ich bin 62 Jahre alt, ich sehe jünger aus, vielen Dank. Ich komme aus Frankreich, mit einer deutschen Frau verheiratet, und wir haben zwei schöne Kinder und wir leben hier in Frankreich. Aber ich war 11 Jahre lang in Deutschland und bin jetzt über 25 Jahre Vollzeit im Dienst. Ja, und heute Abend möchte ich über ein Thema sprechen, über den Geist Isabel. Da ist ein Geist, er wirkt halt mehr mit der Psyche von Frauen, aber er benutzt auch Männer, okay? Weil die Frau ist empfindlicher für diesen Geist als der Mann. Aber, wie gesagt, vorsichtig. Ich sage immer eine Warnung im Voraus, wenn über diesen Geist spricht, ist nicht, weil die Leute eine oder zwei oder drei Charakteristik haben von dieser oder Eigenschaft haben von diesem Geist, dass sie unter diesem Geist sind. Was ist der Geist Isabel? Das erste Mal, dass man Isabel sieht in der Gemeinde, also in der Bibel, Entschuldigung, ist, wenn man mit dem König Ahab sieht, du drei Frau heirate, keine Jüdin, ich bin nicht zu das Volk von den Juden gehört, und die andere Götter anbetet. Und Gott sagt, es war der schlimmste von allen Könige, der König Ahab. Und es ist sehr interessant, weil wir werden gleich sehen, dass dieser Name normal vorkommt in der Bibel, im Alten Bund und dann im Neuen Bund auch wieder. Und was steht im Neuen Bund? Das finden wir Tira. Und ja, es ist interessant, er sagt, und der Engel der Gemeinde Thyatira schreibe, da sagt der Sohn Gottes, der Auge hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schmimmende Herzgleiche. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Dienst und dein Glaube und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die erste. Also das ist ja alles wunderbar. Die Gemeinde scheint richtig in Ordnung zu sein. Und das ist oft der Fall. Manchmal glaubt man, dass alles geht in der Gemeinde, weil man sieht manchmal nicht, was im Hintergrund in der geistigen Welt abläuft. Man sieht manchmal nur oberflächlich oder man sieht nur im Natürlichen, aber hinterher im Geist passieren Sachen. Und da sieht man, was Jesus sagt im Vers 20, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr ehebreche, im großen Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke und ihre Kinder, will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinde werde erkennen, dass ich es bin, den
der Niere und Herzen erforscht. Es ist sehr interessant, in diesem Text steht sehr viel drinnen. Erstens sieht man, du lastest zu, dass die Frau Isabel, das bedeutet, Gott spricht hier zu der Leiterschaft und er sagt zu der Leiterschaft, du lastest zu. Was bedeutet das ganz konkret? Es gibt immer ein Isabel, wo ein Ahab ist. Oder es gibt kein Isabel, wo kein Ahab ist. Das bedeutet, die Leiterschaft soll Autorität nehmen und nicht zulassen. Hier spricht das Wort Gottes, du lasch zu. Und Gott möchte nicht, dass die Leiterschaft etwas zulässt, was gegen den Willen Gottes ist. Und hier sieht man, was lässt die Leiterschaft zu. Erstens, die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt. Erstens, sie nennt sich Prophetin. Und man wird später sehen noch, wie sie manipuliert mit Prophetie, wie der prophetische Dienst angegriffen ist. Überall, wo Propheten sind, überall, wo prophetische Salbung ist, in einer Gemeinde, ist die Gefahr, dass Isabel kommt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und sie sagt, dass sie Prophetin nennt. Also sie nennt sich selbst Prophetin. Sie ist nicht anerkannt von anderen Propheten, von anderen Aposteln, von Gemeindeleitung. Sie nennt sich selbst Prophetin. Dann geht es weiter. Meine Knechte lehrt, also sie lehrt sie. Und natürlich ist das eine falsche Lehre. Was es heutzutage gibt, du kannst leben, wie du willst, ist kein Thema. Ihr braucht nicht verheiratet zu sein, ihr könnt zusammenleben und so weiter. Das sind alles Lehre, wie der Ursprung habe, vom Geist Isabel. Also Kompromiss. Und verführt. Das bedeutet, die Leute sind verführt. Und was ist Verführung? Verführung ist zu glauben, dass eine Lüge die Wahrheit ist. Wow. Ich wiederhole das. Verführung ist zu glauben, dass eine Lüge die Wahrheit ist. Und deswegen, es gibt nur eine Möglichkeit, ist die Wahrheit zu kennen. Und deswegen ist es wichtig, gegen den Geist Isabel stark zu sein im Wort. Gegründet stark im Wort und brennend im Geist. Stark im Wort und brennend im Geist ist ein Schutz gegen den Geist Isabel, der kommt mit falscher Lehre und mit falscher Prophetie. Und dann kommt Unzucht zu treiben und Götzeopfer zu essen. Ich war in so einer Gemeinde, ich kann euch ein Beispiel geben. Ich komme in die Gemeinde rein und ich habe schon eine Botschaft vorbereitet gehabt, aber dann gehe ich wieder in den Lobpreis und suche Gott diese Zeit. Auf einmal spricht Gott zu mir und sagt mir, was ich gegen dich habe, ist, dass du Isabel zulässt. Oh, sage ich, oh Gott, hast du keine andere Botschaft für die Gemeinde? Ist das wirklich von dir? Und der Gedanke kommt wieder. Und ich kämpfe dagegen, weil es ist ein Kampf, diesen Geist zu konfrontieren. Und ich will wirklich sicher sein, ich will nicht eine Gemeinde zerstören. Ich bin da, um die Gemeinde zu helfen und nicht zu zerstören. Und deswegen wusste ich, die Gemeinde hat einen Keller und bin runtergegangen in den Keller. Und da habe ich voll gebetet, in Zung gebetet und gekämpft. Und gesagt, okay Gott, bitte gib mir jetzt die Botschaft. Und dann ist nochmal gekommen in mein Geist, was ich gegen dich habe, ist, dass du die Frau Isabel zulässt. Und dann wieder, oh wow, das ist jetzt wirklich die Botschaft von Gott. Okay, und dann bin ich hochgekommen, wieder im Saal und der Pastor hat mich gesehen. Und bei mir sieht man alles im Gesicht, ich tue nichts verstecken, ich bin einfach, wie ich bin. Und der Pastor sagt, geht's dir gut? Sag ich, nein, es geht mir nicht gut. Sagt er, was ist los? Sagt ja, ich habe eine harte Botschaft für die Gemeinde. Okay. Und dann gehe ich hoch und sagt der Pastor, okay, du bist dran am Predigen, gib das Mikrofon. Geh nach vorne, in die Kanzel, und sage zu der Gemeinde, ich habe eine harte Botschaft für euch. Und ich will nicht beeinflusst sein, ich will euch nicht sehen. Ich habe mich umgedreht. Und ich denke, ich habe gar nicht gedacht, warum, dass ich das mache. Aber später werdet ihr verstehen, warum, dass ich das gemacht habe. Habe mich umgedreht und habe gegen die Wand gepredigt. Und am Ende habe ich Aufruf gemacht. Waren circa 30 Jugendliche, war gemein mit 150 Leuten. 30 Jugendliche vorne in Tränen, in Buße und so weiter. Und dann müsste ich leider gehen, weil ich habe einen Zug gehabt. Und
habe mit den Leuten gebetet noch ein bisschen und dann müsste ich gehen. Ich habe einen Zug gehabt, habe den Zug genommen und im Zug war ich voll angegriffen. Das ist ganz wichtig für euch, dass ich euch das mitteile, meine Erlebnis, damit ihr erkennt, wenn ihr unter diesem Einfluss sind von diesem Geist. Und ein Einfluss war, du zerstörst die Gemeinde, die Botschaft war nicht von Gott, volle Anklage. Und das ist oft der Fall. Und versucht auch mit Depression zu kommen, so wie Elia, ich bin nicht besser wie die anderen. Und das sind alles Prozesse, die wichtig sind, dass man lernt, die durchzugehen und den Sieg zu haben. Weil es der Geist Isabel am Wirken, und das ist eine von den Eigenschaften, Anklage, Manipulation, Kontrolle, Einschüchterung. Und das werden wir noch später sehen mit verschiedenen Bibelversen. Und dann kam ich nach Hause und war total müde und war wie total erschöpft. Oft, wenn ich Isabel konfrontiere oder konfrontiert gehabt, wenn ich zurückkomme vom Dienst, bin ich oft 3 Tage müde und so weiter. Warum? Weil sie treibt auch Zauberei. Das werden wir vielleicht noch später sehen. Und Zauberei ist da. Sie nehmen die Kraft von dir. Du hast keine Kraft mehr. Du hast keine Vision mehr. Du hast keine Lust mehr. Und du bist total wie leer. Und manchmal bin ich 2, 3 Tage zu Hause und will nichts wissen von niemandem. Du mir einsperre und bete, damit ich wieder neue Kraft schöpfe. Nimm wieder Zeit mit Gott. Das ist die gute Art, sich wieder aufzubauen und sich wieder zu füllen. Weil es ist wie eine Spritze, wie kommt so, und es lähmt das Leben aus dir heraus. Und da ist der Unterschied zwischen dem prophetischen Dienst und zwischen dem Geist Isabel. Ein Prophet bringt Leben. Er bringt die Wort und die sind Geist und Leben. So wie Jesus, wenn er sprach, seine Worte waren Geist und Leben. Und ein Prophet, wenn er im Geist ist und wenn er Gemeinschaft hat mit Gott, was er bringt vom Himmel auf die Erde, sind Worte des Lebens. Und da ist der Unterschied. Isabel bringt Tod. Und heute ist dieser Geist ganz stark am Wirken. Ganz stark in der Welt. Zum Beispiel mit Abtreibung. Abtreibung ist Mord. Mit Homosexualität ist Unzucht. Was ist das? Homosexualität, Abtreibung. Und in Frankreich wollen sie auch ein Gesetz wählen, dass die älteren Leute jetzt entscheiden können, wir wollen nicht mehr leben und so weiter. Und damals hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, siehst du, Thierry, das ist genau, was der Feind macht. Das alles bringt Tod, ist der Geist des Todes. Aber ich bringe Leben. Abtreibung ist tot. 2 Männer oder 2 Frauen, die zusammenschlafen, bringen kein Kinder hervor. Wieder, wie die Bibel sagt, Unzucht. Und der dritte Teil, die Menschen können entscheiden, wenn sie sterben wollen, also Sterbehilfe. Und das ist auch wieder der Geist des Todes dahinter. Und Isabel hat und wird auch durch einen Geist des Todes. Und deswegen auch sogar, und das kann sogar zu Selbstmord führen, so wie Elia, ich bin nicht besser als meine Vorfahren oder als andere. Erstens, das ist auch ganz wichtig für uns, dass wir unser Herz bewahren. Hier hatte Elia Stolz in seinem Herzen. Niemand hat ihn gefragt, ob er besser ist oder nicht als der andere. Aber durch diese Depression und weil sein Herz noch nicht zu dieser Reife war, hat er das angenommen, dieser Eingriff, und ich bin nicht besser wie die andere, ich will sterben und so weiter und so weiter. Und das ist oft am Anfang, wenn man anfängt im prophetischen Dienst und wenn man angegriffen ist von Isabel, kann man manchmal so eine Haltung haben. Aber dann mit der Reife und mit Erfahrung erkennt man das. Und dann bin ich nach Hause gekommen und wie gesagt, 3 Tage wie sehr müde, wie keine Kraft. Es nimmt ja das Leben von dir. Und da hat mir der Pastor angerufen. Und da habe ich gedacht, okay, was gibt's jetzt? Und da hat mir der Pastor gesagt, ja, ich danke dir. Ich sage, ja, und was war genau? Hat gesagt, also der Älteste in der Gemeinde, der sagt und lehrt in der Gemeinde, dass die Jugendlichen zusammenschlafen können, vor dass sie verheiratet sind. Sie müssen ja ihre Erfahrungen machen. Und hier sieht man mehrere Sachen. Erstens,
Das war keine Frau, es war ein Mann. Also man sieht, dieser Geist wirkt nicht nur bei Frauen, auch bei Männern und gebraucht auch Männer, wie in diesem Fall. Der zweite, dann gehen wir weiter und er erlaubt das. Und dann sagt man der Pastor, und mein Sohn schlaft mit der Lobpreisleiterin. Dann denke ich, Mann, er hat nicht seine Stellung genommen, so wie Adam nicht seine Stellung genommen hat. Normalerweise hätte Adam sie sagen, du, Schlange, hau ab und Frau spricht nicht mit der Schlange. Und man sieht schon, da hat es angefangen, wenn wir nicht unsere Verantwortung nehmen, wenn wir nicht den Platz annehmen, wie uns Gott gegeben hat, ist ein Vakuum. Und ein Vakuum im Geist wird immer der Teufel gebrauchen. Und das ist eine offene Tür für Isabel. Deswegen braucht es starke Leidenschaft. Und wenn ich sage starke Leidenschaft, sind nicht, dass sie die Leute beherrschen. Es ist, dass die Leute dienen, dass sie hingegeben sind zu Jesus, dass Jesus der Leiter in sie leitet, damit sie leiten können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch, dass sie genau sagen, du, das ist jetzt nicht in Ordnung, was du hier machst, das geht nicht. Du bist nicht mehr Ältester. Das wäre die richtige Haltung gewesen vom Pastor. Aber was ich gegen dich habe, du lässt es zu. Und da ist dieser Ahab-Geist, da werden wir noch später darauf kommen. Ahab hatte nicht seine Verantwortung genommen als König. Und das ist genau, was Isabel macht. Der Hauptziel von Isabel ist, Autorität zu haben. Und sie wird alles versuchen, um Autorität zu haben, durch Kontrolle, durch Manipulation, durch Hexerei, durch Zauberei, durch falsche Lehre, durch falsche Prophetie und so weiter, durch Anklage und so weiter, wird sie alles versuchen. Und da habe ich zu Pastor gesagt, okay, ja. Und hat er weitergemacht, hat gesagt, während du gepredigt hast, hat der Älteste gegen dich gebetet, damit du aufhörst. Und ich habe so einen Druck gehabt während die ganze Predigt, der betete gegen mich. Charismatische Zauberei. Er betete, dass sie aufhört zu reden. Überleg mal. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum ich mich umgedreht habe, damit ich das nicht sehe. Gott hat mich echt da wieder beschützt. Oder das ist die Geschichte, das ist die Sarah von dieser Geschichte. Und man sieht, ich werde dich auf ein Bett, der Pastor hat Krebs, Krebs gehabt, zugelassen und so weiter, sind Krankheiten gekommen. Es ist nicht Gott, wie das geschickt hat, aber es war offene Türe, wie in seinem Leben war, wie ein Feind ein Anrecht gegeben hat. Ich kann euch sagen, ich habe mehrere Frauen gesehen, wie unter der Einfluss waren von Isabel, nicht eine, nicht zwei, mehrere, wie Brustkrebs gehabt haben. Jetzt sage ich nicht, dass alle Frauen, die Brustkrebs haben, sind unter Isabel. Okay, das ist ganz wichtig. Aber es kann sein. Ich habe das mehrmals schon gesehen. Entschuldigung. Und dann sieht man, diese Gemeinde ist zusammengebrochen. Und das ist oft, es ist nicht nur ein Geist in Gemeinde, es ist auch ein Geist, wie in der Welt wird, in Nationen wird. Ich habe mal, ich kann den Namen nicht sagen, aber ich habe eine Frau von einem Präsident gesehen. Ich kann euch ein bisschen darauf hinbringen, auf einen amerikanischen Präsident, wie ein Problem hatte mit Frauen. Und die Frau hat viel Einfluss, hat jetzt noch Einfluss. Und ich habe die Frau gesehen im Fernsehen und hat Gott in mein Herz gesprochen, Isabel. Ich denke, wow. Und nachher habe ich mir Gedanken gemacht, es stimmt ganz genau, der Mann war unrein. Und das ist oft auch ein Problem, wenn der Mann in Unreinheit ist oder der Mann hat vielleicht mal Ehebruch gemacht. Was wird dieser Geist Isabel machen? Wird immer Anklage bringen. Du hast das gemacht. Ich bringe das vielleicht in die Öffentlichkeit, wieder mit Bedrohung. Oder immer diese Anklage, du hast das, du hast das, du hast das gemacht. Und dadurch hat dieser Geist, erinnert euch, das Ziel von diesem Geist ist, Autorität zu haben. Und dadurch hat Autorität über der Leiterschaft. Wenn ein Leiter ein Problem hat, ist es vorbei. Ja, einmal kann ich mich auch erinnern, ich hatte auch so einen Fall. Ich habe ein Ehepaar gehabt, wir hatten eine Hausgemeinde damals, also mehrere Hausgemeinde, aber eine von der Hausgemeinde, wie wir leiten,
habe gesehen, da ist auch Isabel. Warum habe ich das gesehen? Ahab und Isabel. Also ist oft ist die Konstellation. Es gibt kein Isabel, ohne dass es ein Ahab gibt. Okay? Und habe ich das erkannt und dann haben wir gesprochen und so weiter. Haben wir mit ihnen zusammengearbeitet und dann haben wir ein Camp gehabt. Und in einem Camp haben wir Propheten eingeladen aus Amerika. Und das war mein Camp. Ich mache schon Camp seit Jahren. Und da habe ich gesagt, ja, wir können mal ein Camp zusammen machen in unserem Gegend. Ich kann das organisieren. Da habe ich gesagt, okay, kannst du machen. Aber sie wollte Autorität über mich nehmen. Und wie ist das geschehen? Erstens hat sie immer Krach gehabt mit den Leuten in der Küche und so weiter. Waren nur Probleme. Und dann, was ist passiert? Am Abend war ein Prophet aus Amerika und wir haben den Opfer gehabt, haben gesagt, Thierry, du hast mir noch nicht den Opfer gegeben und ich fliege morgen früh. Ich sage, du, ich bin so beschäftigt, ich mache das sofort, Entschuldigung. Gerannt, habe den Opfer geholt, habe das Geld zusammengemacht und hat es ihm gegeben. Und das war um 11 oder 11.30 Uhr ungefähr. Und um 1 Uhr kommt sie und sagt, oh, hast du das Geld gegeben? 1 Uhr morgens, ha? Geld gebe ihm Prophet, ohne dass ich dabei bin und so weiter. Ich sage, ja, aber wo ist das Problem, weißt? Ja, das geht nicht und so weiter. Sag ich, du, es ist 1 Uhr morgens. Wenn du mit mir sprechen willst, meine Frau schläft und meine Kinder kommen morgen, sie kommen mit ihrem Mann. Ich sage, wir treffen uns morgen, ich komme zu dir nach Hause. Okay, dann komme ich zu ihr nach Hause mit ihrem Mann und ich gehe dahin und fange an, mit dir zu sprechen. Ich gebe viel Erfahrung, weil das wird euch helfen, und erkennen Situationen, wie ihr vielleicht schon gehabt habt oder vielleicht wie ihr haben werdet in eurem Leben. Und es war wie eine Seife. Du sprichst etwas, wisst ihr, die Seife unter der Dusche, du willst sie schnappen, jedes Mal ist sie weg, du kannst sie nicht fassen und nicht packen. Und genau so war es die ganze Zeit. Habe ich was gesagt, hat sie wieder wie eine Schlange überall wie versucht, du kannst sie nicht packen. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Ne? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Es ist sehr wichtig, wenn wir diese Geist konfrontieren, dass wir immer Liebe haben im Herzen. Zum Beispiel, wenn ich konfrontiere, Isabel oder egal was, ich tue mich immer sehr zurücklegen und bin ganz entspannt, bin im Geist, ich tue mich vorbereiten im Gebet, gewinne den Kampf zuerst im Gebet und dann, wenn die Konfrontation ist, ich ziehe mich echt zurück, bin ganz locker, höre zu und bete innerlich und frage, okay Gott, was ist da dran? Und da, wie gesagt, habe ich versucht, irgendwo mit ihr zu reden und zu Gesinnung zu bringen, nichts. Und dann bin ich aufgestanden und Gott sagt mir, nimm sie in den Arm. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und sie ist umgefallen, hat angefangen zu weinen und dann habe ich Befreiung gemacht. Der Kopf ist wirklich, ich habe das noch nie gesehen, ich mache 30 Jahre Befreiung, der Kopf ist echt so dick geworden und Befreiung, habe ich gesagt, okay, wir hören auf, wir fangen wieder später an und ich komme wieder in 2 Wochen und dann können wir weitermachen. Und dann 2 Wochen später war nichts. Thierry, du brauchst nicht mehr zu kommen, wir arbeiten nicht mehr zusammen und so weiter und so weiter. Bis jetzt muss ich leider sagen, ich habe viel Konfrontation gehabt mit Isabel, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, wie frei geworden ist von Isabel. Und ich werde sehen nachher noch, was der Grund ist dafür. Ich habe einen Freund, er ist ein Prophet, habe ihn auch gefragt, hast du jemanden schon frei gesehen von diesem Geist Isabel? Hat er gesagt, ja, einmal hat er jemanden gesehen. Er war bei, Gott hat ihr gesagt, er wusste, in der Gemeinde ist eine Frau, die ist unter diesem Einfluss von Isabel. Und Gott hat ihm gesagt, schenk ihr das Buch, mein liebes Kind von Colin Urquhart. Hat er das Buch geschenkt und ein paar Wochen später ist sie gekommen, Buße getan und so weiter. Könnte mit sie beten, ist frei geworden. Aber das ist manchmal ein Prozess. Warum? Weil die Leute verwundet sind, ja? Oft sind verwundet. Jedes Mal, wenn ich einen Kampf gehabt habe mit einer Frau oder einem Mann, aber ich spreche jetzt mehr über Frauen, werde vielleicht später über Männer sprechen, warum das da so ist und wie sich das auswirkt. Oft die Auswirkung bei Männern ist sehr vorsichtig oder sogar Hass gegen Frauen. Aber bei Frauen ist es so, sind oft Frauen, wie verletzt worden sind. Zum Beispiel
Ich hatte eine gehabt, so. Ich habe ihr gesagt, ja, du musst etwas nur regeln in dein Leben mit deinem Vater, mit deinem Mann und mit deinen Brüdern. Der Vater hat sie immer schlecht behandelt. Sie war das einzige Mädchen mit 4 Brüdern, haben sie schlecht behandelt. Und der Mann hat sie total schlecht behandelt. Und sie erzählte, durch einen Vergebungsprozess gehen, eine innere Heilung gehen, weil das, diese Verletzungen, wie da sind, und vielleicht die Bitterkeit, vielleicht die Unvergebenheit, das öffnet alles eine Tür, damit der Feind wirken kann und damit der Feind Einfluss nehmen kann in das Leben von Leuten. Und deswegen ist es sehr wichtig, nicht nur Befreiung zu machen, aber auch innere Heilung zu machen. Und ganz wichtig ist der nächste Punkt, wie man sieht, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Seht ihr, der Schlüssel, um frei zu werden von diesem Geist Isabel, ist Buße. Und deswegen ist es wichtig für uns, auch wenn wir mit diesen Leuten umgehen, immer wichtig, ein Vaterherz und ein Mutterherz zu haben. Ich wiederhole, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Unsere Aufgabe als Männer oder Frauen, Gottes wie im Dienst stehen, ist die Menschen zu lieben. Das ist ganz wichtig, weil man kann nicht die Leute befreien, wenn man sie nicht liebt. Erbarmen zu haben und Liebe, weil der Feind sind nicht diese Menschen. Die Menschen sind oft gefangen, aber manchmal ist Stolz da und sie wollen nicht Buße tun. Und das ist oft der Fall. Und was ich gesagt habe, ich habe viel mit Isabel gehabt, zu tun gehabt. Bis jetzt habe ich keine gesehen, wie Buße getan hat, und deswegen war sie auch nicht frei. Der Schlüssel, um frei zu werden, ist Buße zu tun. Und Buße zu tun bedeutet zuerst eine Offenbarung zu haben, was nicht geht bei uns. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist zu erkennen, ja, das stimmt, irgendwas geht nicht bei mir und ich brauche jetzt Hilfe. Das hat alles mit Demut zu tun. Aber oft ist Stolz da und man will das nicht erkennen, und das ist echt ein Problem. Was auch oft ist, Isabel hat mehrere Bedeutungen. Es bedeutet Mist, aber es bedeutet auch ohne Mann. Und ohne Mann, wenn ein Mann mit einer Frau verheiratet ist, wie unter dieser Einfluss ist, weil das ist auch ganz wichtig jetzt, was ich euch jetzt sage. Ich habe nie gesagt zu jemandem, Isabel. Ich sage immer, du bist unter der Einfluss von dem Geist Isabel. Warum? Das ist ganz wichtig. Man soll nicht die Leute identifizieren mit einer Sünde, wie sie praktizieren. Unsere Aufgabe ist, die Leute mit Christus zu identifizieren, weil sie sind neue Schöpfung in Christus und sie sind neue Kreatur, ja. Und dass wir die Leute freisetzen. Der Teufel will, dass wir uns identifizieren mit Sünden. Aber Gott, der Vater, möchte, dass wir uns identifizieren mit seinem Sohn. Und das ist echt ein Weg für Heilung. Es ist ein Weg für Veränderung. Es ist ein Weg, weil alles, was Gott macht, hat immer ein Ziel, dass Christus mehr und mehr Platz nimmt in uns. Kolosser 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18. Dass er die Herrschaft hat über alles. Und das ist der, genau hier sieht man das Gegenteil. Mit Isabel, sie nimmt nicht Buße an. Und was machen Propheten? Propheten predigen Buße. Nicht nur natürlich, aber oft Buße. Warum? Buße ist der Weg, für wieder in die Ordnung Gottes zu kommen. Und die Propheten sind da, um die Ordnung Gottes zu rufen, und dass der Wille Gottes geschieht, wie im Himmel, so auf Erde. Und deswegen ist manchmal Buße notwendig. Und der Geist Isabel wird immer kämpfen gegen Buße. Immer, immer. Er wird, nein, das ist falsch, das ist nicht richtig, er ist zu hart. Hört gut zu, alle, die ganzen Worte, wie ich sage, weil das hat alles eine Bedeutung und es wird euch helfen. Du hast keine Liebe, das ist alles, was ich gehört habe. Ja, du hast keine Liebe, du hast kein pastorales Herz, du bist zu hart. Und das sind alles Anklagen, wie kommen werden. Und das ist ganz wichtig, dass ihr wisst, wer ihr seid in Christus und dass du diese Anklage nicht annimmst, okay? Gerade in so einem Kampf.
wenn meine Freundin das sagt, wie für mich gebetet hat und ich habe Leute, wie mein Leben reinrede, das ist etwas anderes. Aber wenn ich in einem Kampf bin, in eine Konfrontation, so wie Elia, er hat Isabel konfrontiert. Er hat es nicht einfach gesagt, ja, es ist alles okay. Aber hier sieht man in die Offenbarung, er lässt zu. Propheten sollen nicht zulassen, wenn sie etwas sehen, was nicht in Ordnung ist. Ich kann mich erinnern, ich war mit einem Freund, dieser starke Prophet, und wir waren zusammen in der Kaledonien. Wir haben 3 Wochen da zusammen gedient. 3 Wochen lang haben wir Mission gehabt. Und eine Gemeinde, die wir betreut haben, wo wir den Pastor in den Dienst angesegnet haben und die Gemeinde betreut haben, ein anderer Mann hat angefangen, Spaltung zu bringen in die Gemeinde mit seiner Frau. Es war ungefähr, war nicht so große Gemeinde, 80 Leute circa. Und Gott hat mir das gesagt gehabt mit Isabel und ich habe voll dagegen gepredigt. Ich habe gesagt, ja, jetzt der Geist Isabel am Wirken, das ist nicht in Ordnung. Falsche Lehre ist da, alles ist Liebe, ist nur Liebe, Liebe. Aber Liebe ohne Wahrheit ist nicht Liebe. Liebe ist immer verbunden mit Wahrheit. Und dann habe ich das auch konfrontiert und haben sie auch keine Buße getan, aber da hat es schlecht geendet, weil die Frau vom Pastor ist sogar in Zauberei gegangen, weil ein Teil von der Gemeinde ist weggegangen und wir haben dann eine neue Gemeinde gegründet und die hat gefastet und gebetet, gut zu gefastet und gebetet, charismatische Hexerei gegen die Gemeinde und das war 6 Monate später ungefähr. Und während dieser Zeit, wo sie gebetet und gefastet hat, das war eine Frau mit 55 Jahren, Krankenschwester, sie war vollgesund, sie hat gearbeitet noch, ist sie umgefallen, sie war tot. Wow. Ihr Mann ist 1 Jahr später gestorben. Und mein Freund, der Prophet, hat gesagt, wow, Thierry, was du da getan hast, du bist echt mutig, du bist echt ein Mann Gottes, ich würde mich nicht trauen, das zu tun. Er sagt, ja, Moment mal, bist du ein Prophet? Seht ihr, und Prophet zu sein, ist auch konfrontieren, ja. Wenn wir den Geist Elia haben, wir sind hier, um aufzubauen, aber manchmal, vor dass wir etwas bauen können, müssen wir etwas niederreißen. Und wenn Isabel ist in der Gemeinde, sollen wir das konfrontieren. Wir können nicht einfach die Sachen zulassen. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, wie euch auch helfen wird. Mit diesem Geist, ich kannte so eine, ich war in der Gemeinde und habe gepredigt, und auf einmal schaue ich auf eine Frau zu und ich sehe von dem Mund von dieser Frau, wie eine Zunge von einer Schlange so wie rausgeht, mit 2 so Dinge hin. Wow, und dann denke ich, okay, ich werde nicht konfrontieren direkt oder so. Ich sage, ah, ich sehe jetzt gerade in meinem Geist und habe sie nicht angeschaut. Ich sehe in meinem Geist, ist eine Person hier, ist eine Frau und du hast echt ein Problem mit deiner Zunge. Hör bitte damit auf. Tu Buße darüber. Und ein Teil von der Gemeinde dreht sich um und schaut auf diese Frau. Ich denke, okay. Und dann habe ich mit dem Pastor gesprochen, mit der Frau vom Pastor, der Pastor gesprochen, und gesagt, okay, es wäre gut, dass wir ein Gespräch haben mit dieser Frau. Und das haben wir auch gemacht, habe mit der Frau gebetet, hat sie viel Befreiung gehabt. Ich glaube, 1 Stunde oder 1,5 Stunden haben wir Befreiung gebetet. Und dann habe ich dem Pastor gesagt, du, es ist noch nicht fertig, pass auf. Und ich glaube sogar, du musst sie, die will nicht richtig Buße tun. Sie hat jetzt Befreiung gehabt, aber ich spüre, es ist nicht in Ordnung. Sie ist nicht aufrichtig in ihrem Herzen. Ich glaube, dass du sie rausschmeißen sollst, in Anführungszeichen, von der Gemeinde. Und Pastor, aber ja, pastorale Herz. Nein, das kann ich nicht tun und so weiter. Ich sage, okay. 3 Monate später war die Gemeinde gesplitten, war eine Spaltung in der Gemeinde. Und von wo ist die Spaltung gekommen? Von dieser Frau. Seht ihr, falsche Barmherzigkeit oder falsche Liebe bringt nichts. Ist vielleicht hart, was ich jetzt sage, aber wenn ein Apfel faul ist, in einem Korb, wo viele Äpfel sind, er wird alle anderen Äpfel auch kaputt machen. Und deswegen ist besser, manchmal eins wegzumachen. Und die Frau ist dann in eine andere Gemeinde gegangen, und hat Spaltung aufgebracht. In der Gemeinde, wo sie vorher war, war auch Spaltung. Und sie hat normal irgendwo an der Spaltung gebracht. Und mehr weiß ich nicht, weil ich habe keinen Kontakt mehr. Aber seht ihr, diese Eigenschaft von nicht Buße tun wollen. Ja, das ist genau das Gegenteil vom Prophet. Der Prophet ruft zu Buße aus.
Isabel Getiber gegen Buße. Eine andere Eigenschaft, wie man erkennen kann, ein wahren Prophet und jemand, wie sich Prophetin nennt, dann so wie sie, wie man das erkennen kann, Entschuldigung, ist Folgendes. Hör gut zu, das ist auch ganz wichtig. Das ist normalerweise Lehre für Pastoren auch, weil ich sehe, das ist manchmal ein Mangel. Bei vielen Pastoren, wie ich kenne, leider ist das ein Mangel. Sie sind nicht gelehrt in dem Bereich. Und ein Teil ist, was Isabel immer versucht, sind kleine Gruppen zu machen. Okay? Besonders Gebetsgruppe. Und da ist genau der Unterschied zwischen dem Prophet und zwischen jemandem, wie unter der Einfluss ist vom Geist Isabel. Der Prophet bringt die Leute zu Jesus. Der Prophet bringt die Leute zu Gott, damit die Leute abhängig sind von Gott. Und im Gegensatz dazu, jemand, wie unter Einfluss ist von Isabel, bringt die Leute zu sich. Und dann fängt an, eine kleine Gruppe zu machen. Das ist, wie es oft passiert, auch in der Gemeinde. Und sie ist dann natürlich die Prophetin oder die Leiterin von Fürbitte. Und dann ist oft eine Gruppe um sie herum, oft auch wieder Frauen, manchmal Männer. Aber ihr werdet sehen, nachher noch, werdet ihr ein bisschen tiefer gehen, mit den Männern auch. Und dann sind sie da und auf einmal beten sie, ja, wir beten für den Pastor. Ah, ich habe Offenbarung gekriegt beim Pastor. Er sollte das predigen, er sollte das machen. Und seht ihr, es fängt an, eine Spaltung in der Gemeinde durch eine kleine Gruppe, wie übergeistlich sind. Wir haben es verstanden. Gott geht immer durch den Leiter. Wenn der Leiter in Ordnung ist, Gott geht durch den Leiter. Ist ganz klar. Und sogar wenn wir was kriegen, ja, vielleicht eine Korrektur gegenüber dem Leiter. Ich habe das mehrmals gehabt in Gemeinde, wo ich war, wo Leitern da waren. Ich bin immer mit Respekt gegangen, mit Achtung gegangen und habe gesagt, du, ich glaube, dass mir Gott das gesagt hat, es war Korrektur. Aber ich bin immer mit der Haltung gegangen, so wie David mit Saul umgegangen ist. Er hat das Ding, den Mantel abgeschnitten, er hat ihn könnte töten, aber hat ihn nicht angerührt. Und das ist ganz wichtig. Gott achtet sehr darauf, wie ihr umgeht mit Autorität. Weil wie ihr umgeht mit Autorität, später, wenn ihr in Autorität seid, werden die Leute auch mit euch so umgehen. Und normalerweise steigst du nicht in die Autorität, wenn du nicht unter Autorität bist und wenn du nicht gelernt hast, unter Autorität zu sein. Das ist ganz wichtig, weil Gott sucht demütige Herzen. Und ich habe mir meinen Pastor respektiert damals, wie unter dem Geist Isabel. Seine Frau war unter dem Geist Isabel und er war unter dem Geist von Ahab. Ich habe ihn konfrontiert, da werde ich vielleicht später noch erzählen, aber immer mit Respekt. Und es ist bis dahin gegangen, dass er gesagt hat, ja Thierry, ich glaube, dass es nicht mehr gut ist, dass du da bist. Ich habe gesagt, okay Pastor, das ist okay, weil ich habe gebetet, Gott, ich halte es nicht mehr aus in der Gemeinde. Es war so viel Angriffe, ich war so Angriffe und ich müsste alles machen, Toilette putzen, alles habe ich immer gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich mache das für dich, habe mich echt untergeordnet. Das ist ganz wichtig, diese Herzenhaltung zu haben. Bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm kommt die Quelle des Lebens. Wisst ihr, Gott bewahrt uns, aber er möchte auch, dass wir uns selbst bewahren. Und in dem Fall, dass wir unsere Herzen bewahren. Okay, jetzt weiter. Ich schaue gerade auf die Zeit, wie viel Zeit, dass ich schon da bin. Okay, einfach sage, wenn ich zu weit bin, oder weil ich schaue nicht so auf die Uhr, ich gehe einfach weiter. Bitte sagt mir Bescheid. Ehrlich? Du machst das so gut, vielleicht kannst du 20 Minuten extra dazu nehmen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und wie gesagt, ist ganz wichtig, eine demütige Haltung zu haben im Herzen gegenüber der Leiterschaft, besonders wenn ihr im prophetischen Dienst seid. Wir können Fehler machen. Der Unterschied zwischen einem wahren Prophet und einem falschen Prophet: der falsche Prophet macht nie Fehler. Weil er ist nicht demütig genug, um die Fehler zu erkennen. Ich habe Fehler gemacht. Am Anfang von meinem Dienst habe ich Fehler gemacht. Ich habe Visionen gehabt und habe schlecht interpretiert. Das kommt vor. Ich müsste lernen, ist ein Wachstumsprozess.
Ich habe viel junge Propheten geschult und gelernt. Und ich sage immer, persönlich, was ich glaube, und mein Pastor sagte das auch, mein Pastor war ein Apostel, um einen Prophet zu formen, braucht man 20 Jahre. Und ich glaube, das stimmt, bis das die Reife da ist, die Weisheit da ist, weil das Ziel von einem Prophet ist nicht zu prophezeien. Das Ziel von einem Prophet ist, das Herz des Vaters, in dem, dass er prophezeit, weiter mitzuteilen zu den Leuten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber es ist nicht nur das Ziel vom Prophet. Ziel vom Prophet gibt es mehrere, aber ich werde jetzt nicht da reingehen. Aber der erste Ziel von dem Prophet, das ist trotzdem wichtig, dass ich das sage. Der erste Ziel vom prophetischen Dienst ist, ein Freund zu sein mit Gott. Der erste Ziel ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das hat Priorität, weil ohne das kann man nicht erfolgreich sein und kann man nicht der volle Ratschluss von Gott geben und besonders sein Herz mitteilen. Weil man kann manchmal, so wie mit Isabel, wie Spaltung bringt und Probleme bringt und wie lügt und wie manipuliert, und das ist echt ekelhaft und es ist echt schlimm. Es ist sehr stolz da und viele Sachen, Verletzungen, wie da sind, und manchmal Hass gegen Männer. Da ist eine Eigenschaft auch. Oft, was ich gesehen habe, ist, wenn eine Frau Scheidung hatte mit einem Mann, oft hat sie vielleicht einen Mann gehabt, wie stark war und stark, aber nicht im guten Sinne und dominierend und so weiter. Oft, wenn so Frauen sich scheiden lassen, sie suchen dann einen Mann, so wie eine Ahab, wo sie dann manipulieren können und dominieren können, weil sie sind nicht geheilt. Und sie wollen sich schützen vor starken Männern. Sie möchte starke Männer haben, aber im Geist natürlich, so wie Jesus. Aber weil sie schlechte Erfahrungen gehabt hat, haben sie oft Entscheidungen getroffen in ihrem Herzen. Und das alles öffnet Türen für den Geist Isabel. Und deswegen ist es so wichtig, bewahre dein Herz und lass dich heilen. Wisst ihr, Gott liebt uns. Sogar wenn du unter dem Geist Isabel warst und du erkennst das jetzt in dieser Predigt oder durch die Worte, wenn du ein Mann oder eine Frau bist und dieser Geist ist, es ist kein Problem, darunter zu sein. Es ist nur ein Problem, darunter zu bleiben. Okay? Und da ist Buße notwendig. Und Buße ist echt ein Segen. Buße ist nichts Falsches. Buße ist wirklich ein Segen. Okay? Und dann habe ich oft gesehen, sie haben so schwache Männer genommen und manipuliert und kontrolliert, weil irgendwo in ihrem Herzen haben sie gesagt, ich lasse mich nicht mehr dominieren, ich lasse mich nicht mehr verletzen. Ab jetzt, um nicht verletzt zu sein, werde ich dominieren. Und das ist wie ein Schutz, wie aufgebaut ist. Und das ist ein falscher Schutz, weil unser Schutz ist Gott. Und unser Schutz ist, in die Liebe zu wandeln. Das ist ganz wichtig. Okay, wir kommen zurück zu dem Geist Isabel. Und andere Eigenschaft von Isabel. Werden wir sehen, ich habe viele Noten. Ah, ganz wichtig. Geist Isabel, lass glauben, dass sie Gott dient. In 1. Könige 21, Vers 10, 1. Könige 21, Vers 10, setzt ihm aber zwei nichtwürdige Männer gegenüber. Sie sollen gegen ihn als Zeuge auftreten und sagen, du hast Gott und den König gelästert, führt ihn dann hinaus und steinigt ihn zu Tode. Hier sieht man, es war wieder etwas, dieser Mann, wie nicht sein Erbe geben wollte. Und der König aber dann gewarnt, oh, der will mir nicht sein Erbe geben, er will mir das nicht geben und das geht nicht. Und Isabel hat gesagt, ich kümmere mich drum. Und hat sie falsche Zeuge genommen, zwei nichtwürdige Männer. Wow. Dann sagt sie, du hast Gott gelästert, wir können nicht das nicht zulassen. Seht ihr, Menschen unter diesem Einfluss sind oft sehr in die Gemeinde eingebunden, sie sind viel in viele Aktivitäten, sie geben vor, Gott zu dienen, im Grunde genommen dienen sie nur ihr Ego. Ich erkläre euch warum. Also was ich erlebt habe. Ich war auch Pastor von der Gemeinde. Und ihr wisst ja, wenn man Pastor ist, war mehrere Jahre, war 4 Jahre die Gemeinde geleitet. Und jetzt leite ich mehr so Hausgemeinde. Und dann
In der Gemeinde braucht man immer Arbeit. Man braucht immer Leute, die helfen. Ist so viel zu tun. Und die Arbeiter sind leider oft wenig. Und dann ist die Frau gekommen, die hat alles gemacht, alles Mögliche. Und ständig war sie da. Aber das Problem, und das habe ich gemerkt, sie hat mich immer gelobt. Und sie hat versucht, immer mich zu manipulieren. Ah, du bist der beste Pastor. Ah, ist so schön, dass ich hier arbeiten darf, unter deiner Leitung. Und das ist auch eine Masche von Isabel. Isabel manipuliert und das Ziel kontrolliert. Und das Ziel, wie gesagt, ist immer Autorität zu haben. Okay. Und hat sie immer gedient, warum das Ziel ist, ganz nah zu sein am Pastor, dass er Vertrauen hat und so weiter. Sogar einmal eine Frau, die ist verheiratet und die war mit ihrem Mann Leiter. Sie haben so eine Hausgemeinde geleitet gehabt und ich habe gesehen, kam war Isabel und war sehr vorsichtig immer, weil man muss, obwohl dass man sieht, unser Ziel ist, die Leute zu helfen und nicht kaputt zu machen. Und wie Jesus sagt, ich habe mir Zeit gelassen. Man soll geduldig sein, ein Vater, und Liebe ist geduldig. Liebe ist geduldig. Viel Liebe haben mit den Leuten, viel für die Leute beten, ja, viel Zeit nehmen im Gebet, was uns Gott zeigt, durchbeten im Geist und dann, wenn die Zeit ist, zu konfrontieren, dann zu konfrontieren. Aber ganz wichtig, mit einem Herz voller Liebe sollte man konfrontieren. Und dann bin ich mit dieser Frau und hat sie mich zurückgebracht am Bahnhof. Und sie hat die Frau vom Pastor, kein Thema, also ich habe keine schlechten Gedanken, nichts. Und dann hält sie an und fängt an zu schwätzen mit mir am Bahnhof und sagt, ja, mit meinem Mann, dies und zell, und fängt an zu weinen und geht so gegen mich. Und ich dachte, ah, ich soll sie trösten. Aber ich habe gespürt in meinem Geist, tu das nicht. Wow, und das war voll der Isabel-Geist. Seht ihr, er versucht zur Verführung, nehme ich sie in den Arm und auf einmal, puff, kann alles vorbei sein. Dieser Geist versucht, die Person zu gebrauchen, damit sie Unzucht mit dir treibt, wie es in der Bibel steht. Also seid sehr vorsichtig, besonders Pastoren, Männer oder Frauen, seid nicht allein irgendwo ohne Schutz, ohne die Tür offen zu lassen oder ohne dass jemand da ist und beobachten kann und ein Zeuge ist. Ich nehme immer so, wie es möglich ist, nehme immer jemanden mit als Zeuge. Das ist ganz wichtig. Sogar wenn die Prophezei, warum die Leute können sagen, du hast das und das gesagt, sage ich, nein, das habe ich nicht gesagt, ich habe das und das gesagt, ich habe ein Zeuge. Weil wir sind verantwortlich für, was wir sagen, aber nicht verantwortlich für, was die Leute verstehen. Weil manche Leute haben wie ein Filter und durch ihre Verletzung können sie etwas hören, was wir gar nicht gesagt haben. Das ist ein Anführungszeichen, auch mit dem Geist Isabel, weil Isabel, was macht nur Isabel? Sie dreht die Worte. Du hast das gesagt. Du hast das nie gesagt. Oder, und du erinnerst dich nämlich dran. Doch, doch, du hast das gesagt vor 3 Monaten. Ich weiß es ganz genau, oder vor 6 Monaten. Was weiß ich, was ich vor 3 Monaten oder vor 6 Monaten gesagt habe? Seht ihr, sie versucht auch Sachen, die dreht die Worte, wie du gesagt hast. Und ganz wichtig, sie benutzt Zeuge. Falsche Zeuge benutzt der Geist Isabel auch. So wie hier. 2 falsche Zeuge. Sie sollen gegen ihn als Zeuge auftreten und sagen, du hast Gott und den König gelästert. Führt ihn dann hinaus und steinigt ihn zu Tode. Wow. Und das war ganz, ganz heftig, falsche Zeuge zu haben. Das ist eine Eigenschaft. Eine andere Eigenschaft, wie bei Isabel ist, hört gut zu. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Sie infantilisiert die Menschen. Als fünffälliger Dienst, unsere Aufgabe ist, die Leute zur Reife zu führen. Aber sie infantilisiert sie wie Kinder, du sie gebrauchen. Warum? Weil Kinder kann man kontrollieren, Kinder kann man manipulieren. Reife Leute in Christus kann man nicht kontrollieren und kann man nicht manipulieren. Ich war in so einer Gemeinde mal, war eingeladen und habe meinen Mitarbeiter mitgenommen und er ist auch sehr sensibel und sehr prophetisch. Er ist sehr sensibel für die geistige Welt.
Und die Frau vom Pastor kommt und fängt an, mit der Gemeinde zu reden. Und ich denke, was hat denn die jetzt auf einmal? Die Stimme hat sich verändert. Sie spricht mir wie kleine Kinder. Und ich habe gespürt, die ganze Atmosphäre, das ist auch, weil dieser Geist bringt auch eine Atmosphäre mit sich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Sinne trainieren und auch die Atmosphäre wahrnehmen, wie da ist. Nicht nur die Worte, wie wir hören. Ja, das ist wichtig. Aber auch im Geist urteilen, was wir gesagt. Ja, weil in unserem Geist lehrt uns alles. Die Salbung lehrt uns und man erkennt etwas. Aber auch die Atmosphäre, wie mitkommt. Und mein Mitarbeiter hat gesagt, Thierry, ich gehe raus. Ich habe gesagt, okay, er ist rausgegangen. Ich wollte auch raus, aber ich sollte predigen und ich wusste nicht wann und bin da geblieben, habe den Kopf nach unten gemacht und ich habe nur gebetet. Ich habe mich geschämt für die Leute, die da waren. Sie hat sie echt behandelt wie kleine Kinder. Da ist eine andere Eigenschaft mit Isabel. Eine andere Eigenschaft von Isabel, sie arbeitet mit Lust. Hört gut zu. Unzucht und Lust. Lust ist der Geist der Hölle. Liebe ist der Geist vom Himmel. Hört gut zu. Man kann das sehen. Dieser Geist war wirksam bei Simson, bei Salomon und bei Herodes. Kann man genau sehen bei diesen drei Männern, wie sie Simson, obwohl es war so ein starker Mann, war mit dieser Frau im Bett und die Frau nachher hat ihm alles rausgeholt, hat ihn manipuliert und so weiter, ins Bett gebracht und Kontrolle genommen, wie durch Lust. Salomon, 1000 Frauen, auch vorbei. Wegen dieser großen Frauen, diese große Zahl an Frauen, wie er hatte, ist er aufgefallen, weil er hat angefangen, am Anfang war alles gut bei Salomo, obwohl dass er Weisheit hatte, hat er die Weisheit nicht umgesetzt. Obwohl dass er Weisheit von Gott hatte, mehr als alle, hat er die Weisheit nicht umgesetzt. Was zeigt uns das? Man kann weise sein, wenn man die Weisheit nicht umsetzt, nutzt das überhaupt nichts. Aber er ist noch nicht fertig. Dann sieht man bei Herodes, überlegt mal, das ist sehr interessant. Diese Geschichte ist so interessant mit dem König Herodes. König Herodes ist da und er hat eine Frau mit sich und die Tochter von dieser Frau. Und was macht die Tochter von der Frau? Sie tanzt und verführt Herodes. Und Herodes sagt, du kannst von mir verlangen, bis zur Hälfte von meinem Königreich, es wird dir gehören. Überleg mal, ein König, wie der Hälfte von einem Königreich gibt, weil eine Frau da tanzt. Das ist nicht normal. Da ist etwas Geistliches dahinter, ist Verführung dahinter und ist Geist der Lust dahinter, weil dieser Mann hatte Probleme mit Lust. Da sieht man ganz eindeutig, wenn ihn Johannes der Täufer konfrontiert hat. Und was verlangt die Frau? Die Frau will nicht das Königreich, sie will den Kopf vom Prophet. Wow! Seht ihr? Der Kopf ist immer ein Zeichen von Autorität. Sie will Autorität haben. Und das ist genau, was der Feind will. Er will Autorität haben. Und um Autorität zu haben in der Gemeinde, was macht er? Er stillt die Stimme vom Propheten. Die Gemeinde braucht die Stimme von den Propheten und die Apostel, wie die Gemeinde erbauen oder bauen, so wie Paulus gesagt hat, wie ein weiser Bauherr habe ich gebaut. Da ist ganz wichtig, dass die Bauer da sind, also die Leute wie bauen, die Apostel und die Propheten, dass sie zusammenarbeiten, ist ganz wichtig. Propheten haben die Vision. Der Apostel tut sie oft umsetzen, mit Hilfe immer noch vom Propheten, weil der Prophet hat immer den Blick, der Prophet ist auch ein Wächter, was kommt und was nicht kommt, die Angriffe, wie kommen und so weiter. Also man sieht, was verlangt sie? Der Kopf vom Prophet. Simson-Problem war der Lust der Augen, er wurde blind, sowohl im Natürlichen wie auch im Geistlichen. Wow, seht ihr? Lust der Augen führte dazu, dass er blind war, im Natürlichen und auch im Geistlichen. Salomo verlor alles, weil Lust pervertiert das Herz. Herodes
tat, was er nicht tun wollte. Er wollte das nicht tun. Der Johannes, er hat ihn gern, sagt die Bibel, er wollte ihn nicht töten, weil er magte ihn, obwohl er ihn konfrontiert hat. Und trotzdem hat es ihn dazu geführt, dass er ihn ins Gefängnis geschickt hat. Und da ganz wichtig auch noch, ganz wichtiger Punkt, was macht Johannes im Gefängnis? Ist Jesus wirklich, ist der Jesus wirklich der, wie kommen soll? Überleg mal, da ist wieder Eigenschaft vom Geist Isabel. Du hast Offenbarung von Gott, du hast Klarheit von Gott, du hast eine Vision von Gott, und auf einmal, wenn du angegriffen bist, wenn du kommst unter der Einfluss von Isabel, auf einmal zweifelst du deine Vision. Und das ist, was der Teufel will. Er will deine Vision klauen, er will deine Sicht klauen. Er hat ein ganz klares Wort von Gott. Das ist der Lamm Gottes. Ganz klar. Ganz klar hat er das gehört. Und trotzdem, nachher hat er gezweifelt. Und Jesus hat gesagt, sag dir nicht, tu Wunder und Zeichen und so weiter. Das war der Beweis. Seht ihr, wie dieser Geist in uns versucht, ins Gefängnis zu bringen, wo wir isoliert sind von anderen, ganz wichtig, Isolation, es versucht uns in Isolation zu bringen, damit wir nicht mehr mit dem Leib Christi oder mit Brüdern und Schwestern zusammen sind, besonders im prophetischen Dienst. Und dann fängt man vielleicht an, ja, ich bin der letzte Prophet, wie geblieben ist, so wie Elia. Und Gott sagt, ey, Moment mal. Sei nicht so stolz. Es sind noch 700 andere, die noch da sind. Seht ihr, wie dieser Geist so angreift, dass auf einmal Selbstmitleid da ist? Ich bin der Letzte, wie da ist, stolz. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ein Prophet durch Wüstezeit geht. Ist sehr wichtig, dass ein Prophet sich formen lässt, sein Herz formen lässt von Gott, damit er das Herz hat vom Vater und dass er sich selbst gestorben ist. Natürlich ist immer noch Arbeit da bei jedem von uns, aber wir gehen von Herrlichkeit und von Sieg zu Sieg. Gott will Christus in uns schaffen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, ein Prophet kann prophezeien mit sehr Genauigkeit, beeindruckt mich nicht. Die Frage ist, hat er die Liebe des Vaters? Tut er die Liebe des Vaters mit sich tragen? Tut er die Liebe des Vaters mitteilen? Das ist wichtig, weil Gabe kriegt man einfach so. Aber der Charakter Jesus, die Frucht des Geistes, das geht durch ein tägliches Kreuz nehmen auf sich. Und das ist der Schutz gegen diesen Geist Isabel. Wirklich, Schutz ist das Kreuz, das Wort Gottes, Gemeinschaft mit anderen, und der Heilige Geist ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist wirklich wie ein Dreieck. Gemeinde, Brüder und Schwestern, Gott und sein Wort. Der Heilige Geist, Gott, Jesus und sein Wort zusammen. Das ist wie ein Dreieck, wie ein Schutz ist für uns. Und wenn ihr unter diesem Einfluss seid von Isabel, der Weg von Befreiung ist nur ein Weg, ist durch das Kreuz. Selbstverleugnung, erkennen, dass wir falsch liegen, weil es gibt keine Auferstehung ohne Tod. Das Ziel, wie gesagt, ist immer Christus. Das war jetzt mit der Lust. Simson war kurz vor seinem Treffen bei einer Prostituierte. Salomon hatte um die 1000 Frauen. Herodes hat bereit, die Hälfte von seinem Königreich abzugeben, weil eine Frau tanzte. Was bedeutet das? Lust kennt keine Grenze. Lust kennt keine Grenze. Und der Geist Isabel benutzt Lust. Und der Unterschied ist Liebe oder Lust. Lust ist pervertierte Liebe. Ich wiederhole das. Lust ist pervertierte Liebe. Liebe ist der Geist der Himmel. Lust ist der Geist der Hölle. Gott hat hat der Mensch so geschaffen, dass er Liebe braucht, weil Gott gibt uns Liebe. Und oft die Leute, die unter diesem Geist Isabel sind, sind Leute wie ein Liebemangel. Und die brauchen echt, deswegen ist Liebe echt eine Waffe, um die Leute freizusetzen, die Leute zu lieben, obwohl sie missgebaut haben. Und sagen, du, ich liebe dich, aber ich bin nicht damit einverstanden. Und wenn wir aufrichtig sind in unserem Herzen, die Leute wissen in ihrem Herzen, dass wir sie lieb haben. Obwohl das der Feind versucht,
etwas anderes zu sagen. Und wenn die Leute das wissen und spüren, dann können sie sich auch öffnen. Und wenn Leute sich öffnen, dann kann man in ihrem Herzen arbeiten. Und wie Paulus sagte, die Worte Gottes in ihre Herzen schreiben. Ja? Und dann kommt Veränderung auch bei den Leuten. Okay. Man lebt in einem Zeitalter der Gier, Serienkiller, Kindermissbrauch, Fremdgehen, Pornografie, Swingerclub, aber auch Geld, Wirtschaft, Politik, Machtgier. Und Wurzel dessen alles ist Lust. Wir müssen mit ihr handeln jeden Tag. Die Definition von Liebe ist der Wunsch, dem Nächsten Gutes zu tun und sich selber zu opfern. Denn Liebe wünscht zu geben. Ein anderer Teil von Isabel lesen wir in 2. Könige Kapitel 9, 2. Kapitel 9, Vers 22. Und es geschah, als Joram den Jehu sah, sagte er, ist es Friede, Jehu? Er aber sagte, was Friede? Bei den vielen Hurerei deiner Mutter, Isabel, und ihre viele Zauberei. Seht ihr, sie treibt Hurerei und sie treibt Zauberei. Es wäre jetzt zu lang, über Zauberei zu sprechen. Das lasse ich jetzt mal auf die Seite. Aber ich möchte nur über eine andere Entschuldigung, Eigenschaft sprechen. Geist Isabel. Es ist sehr interessant. Was macht Isabel? Da kommt Jehu, gegen sie zu kämpfen. Und ist sehr interessant, das zeigt auch, der apostolische Dienst kämpft auch gegen Isabel. Propheten offenbaren oft, aber apostolischer Dienst und dann dagegen kämpfen. Aber das wäre jetzt zu lang. Aber was macht er? Er kommt und sie schwingt sie. Ja? Sie gibt etwas von sich, wie sie nicht ist. Ja? Und sie versucht wieder zu verführen, die Jehu zu verführen. Und was ganz wichtig ist, wer ist um sie? Eunuke. Wow. Und das ist echt eine Offenbarung. Gott gefragt, und dann ich bin am das Lesen, Eunuke. Und auf einmal sagt der Geist Gottes, überall wo Isabel ist, ist keine Frucht. Wow. Wenn der Geist Isabel da ist, ist keine Frucht. Warum? Eunuke können sich nicht reproduzieren. Wenn Isabel irgendwo ist, ist kein Wachstum, ist keine Reproduktion. Oder es ist ein Wachstum, aber kein geistiges Wachstum, kein Wachstum nach dem Maßstäbe Gottes. Wisst ihr, man kann 1000 Leute haben in der Gemeinde und es sind 1000 Kinder, wie noch nie etwas, wie keine Jünger sind, weil Jesus hat gesagt, geht hin und macht Jünger. Es ist nicht die Zahl, die zählt, es sind Jünger. Gott sucht Jünger. Er sucht nicht Leute, wie von Gemeinde zu Gemeinde seit 20 Jahren sind und immer noch mit Windel rumlaufen, wie noch nicht gebracht worden sind zu Reife. Ja? Es hat mit Reife zu tun und Reife hat immer mit Verantwortung zu tun. Und das ist ganz wichtig. Man sieht, Adam hat nicht die Verantwortung genommen, ist alles zu Chaos gegangen. Wenn wir Leiter sind in einer Gemeinde, in einem Werk, egal wo, und wir nehmen nicht die Verantwortung, wie uns Gott gegeben hat, führt das zum Chaos. Die gute Nachricht, wir sollen nicht wie der erste Adam sein, wir sollen wie der zweite Adam sein. Der erste Adam nahm keine Verantwortung für seine Sünde. Ich wiederhole. Der erste Adam nahm keine Verantwortung für seine Sünde. Der zweite Adam, Jesus, nahm die Verantwortung von der Sünde von der ganzen Welt und es brachte Rettung. Da brach es Tod, geistlicher Tod, bei Jesus bringt das Leben. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir Leiter sind, dass wir nicht wie in Offenbarung 2, Kapitel 2, Vers 20 sind, was ich gegen dich habe, ist, dass du zu lösch. Wenn du ein Leiter bist, bitte, lass nicht zu. Wenn du siehst, dass jemand unter dem Geist von Isabel ist, triff Maßnahmen, wie notwendig sind, um das zu stoppen, damit der Einfluss nicht wächst. Und wenn es notwendig ist, ich war so in der Gemeinde, das war wirklicher Apostel,
wo ich auch auf der Bibelschule war, das war wirklich ein Apostel. Und da ist ein Ältester in Sünde gefallen, er hat ihn konfrontiert, er wollte kein Buße tun, er hat seine Frau verlassen, er ist mit der Frau gegangen, er war Ältester, er hat seine Frau verlassen und mit der anderen Frau gegangen. Pastor hat gesagt, okay, ab jetzt, du hast keine Verantwortung mehr in der Gemeinde, du darfst kein Abendmahl mehr nehmen, er wollte kein Buße tun und wir behandeln dich nicht mehr als ein Bruder. Boah, das war hart, aber es ist notwendig. Und das ist, was die Bibel sagt. Er hat versucht zu helfen, mit der Älteste, war auch Prophet in der Gemeinde, alle haben versucht, ihm zu helfen, er wollte nicht Buße tun. Und das war sehr interessant. Das wird euch auch nur mal helfen, durch ein Beispiel, genau dieses Beispiel, um zu sehen, wie Isabel wieder wird. Ich war auf der Bibelschule, war 2 Jahre gläubig, glaube ich, und war auf der Bibelschule. Und die Geschichte passiert. Und das war der Älteste, aber es war auch der Direktor noch von der Bibelschule. Dann denke ich, okay, ist halt so in der Gemeinde, ist so. Okay, Männer Gottes können Fehler machen und so weiter. Und dann gehe ich an und der Pastor hat gesagt, keine Kontakt mehr habe mit diesem Mann. Okay. Ich gehe in eine andere Gemeinde, wo ein Seminar war, und ich sehe diesen Mann. Sage ich, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und ich drehe mich um und ich sehe, dieser Mann hat einen Hut auf, aber der Hut ist wie der Hut von der Zauberer. Wisst ihr, dieser schwarze, lange Hut so? Aber der Hut war nicht auf dem Kopf, der Hut war bis hier. Das bedeutet, dieser Mann, er sieht nichts mehr. Und auf der Frau schaue ich und ich sehe eine Schlange auf ihr Kopf. Denke, oh, ich habe nicht gewusst, was Isabel ist. Ich wusste nicht, was Ahab ist. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich war frisch bekehrt. Und da habe ich gesagt, oh Gott, was bedeutet das? Also wenn das, was ich jetzt gesehen habe, von dir ist, dann soll ich die Frau wieder treffen oder ihn wieder treffen. 2 Tage später bin ich in der Stadt, bin am Laufen und Gott sagt mir, schau nach links in die Apotheke rein. Schau ich nach links in die Apotheke, was sehe ich, die Frau? Oh Mann, ich sage, okay, jetzt muss ich mit dir reden. Und dann kommt die Frau raus und sagt, hallo, darf ich kurz mit dir reden? Weil ich habe eine Vision gehabt über dich und über diesen Mann, wenn wir uns da gesehen haben in der Gemeinde. Sagt sie, ja, um was geht's? Sag ja, das war die Vision. Sagt sie, ja, was hast du gesehen? Sag ich, du, ich habe auf deinem Kopf eine Schlange gesehen und bei ihm habe ich einen Hut gesehen, so wie die Leute wie zaubern im Fernsehen und so weiter. Aber der Hut war nicht so. Der Hut war bis da unten. Hat sie gesagt, okay, sag's ihm. Dann hat sie angerufen und mir das Telefon gegeben. Ich habe gesagt, ja, ich habe eine Vision gehabt von euch und von sie. Bei euch habe ich diesen Hut gesehen und bei sie habe ich die Schlange gesehen auf dem Kopf. Hat gesagt, okay, vielen Dank und hat aufgelegt. Und dann die Frau angefangen mit mir zu reden. Ich war frisch gläubiger, vielleicht sogar 1,5 Jahre oder so. Und während sie mit mir redet, ich habe gespürt, so wie eine Schlange wie kommt und hat mich so am Hals gedrückt. Und ich wusste nicht, was mache. Ich wusste nicht, was das ist. Ich kannte keine Isabel, ich kannte keine Hab, ich kenne die geistige Welt nicht. Und mir ist so schlecht gegangen und war noch 1 Kilometer zu laufen bis in die Gemeinde. Und bin in die Gemeinde gekommen, sagt sie, ich muss unbedingt mit einem Pastor sprechen. Und es waren mehrere Pastor. Und dieser Pastor war nicht da, aber war ein anderer Pastor da. Und sagt, ja, um was geht's? Terry, komm im Büro. Hab mit ihm gesprochen, ich habe gesagt, sie. Also da, ich habe die Leute gesehen, der Älteste und seine Freundin. Und ich habe ihr erzählt, was ich für eine Vision hatte. Aber es wirkt mich so und es wirkt mich immer mehr. Ich sagte, okay, in Jesu Namen hat er mir die Hand aufgelegt und hat das gesagt, er soll gehen. Aber seht ihr, wie dieser Geist kommt und er versucht, das Leben zu nehmen. Und das merke ich auch manchmal, wenn ich in Gemeinde komme, wo Kontrolle ist. Weil Kontrolle ist eine Eigenschaft auch vom Fleisch. Und Kontrolle geschieht immer durch Angst. Angst bringt immer Kontrolle. Aber vollkommene Liebe bringt Freiheit. Weil Kontrolle kommt von Angst und vollkommene Liebe treibt die Furcht aus unseren Herzen. Und wenn wir keine Angst haben, können wir in die Freiheit leben. Was habe ich zu verlieren? Ich brauche nichts zu kontrollieren. Es ist der Werk Gottes. Ich brauche nicht etwas zu produzieren und zu kontrollieren und um alles im Griff habe. Es gibt einfach einen Satz. Wer kontrolliert? Oder Gott oder Menschen?
Das ist einfach eine gute Frage, auch mit diesem Geist Isabel, weil das ist eine andere Eigenschaft von dem Geist, ist Kontrolle. Kontrolle durch Manipulation, Kontrolle durch verschiedene Art, weil wenn Menschen kontrolliert sind, sind sie unter Einfluss. Aber Gott hat uns berufen, unter seinem Einfluss zu sein und nicht unter dem Einfluss von Menschen. Okay, gehen wir weiter. Was hat die noch für euch? Okay. Ja, Lust, Wut auch. Es kann bis zu Tod gehen, ne? Diese Geist Isabel, ihr seht ja, will töten. Und ganz wichtig, sie hatte mehrere Propheten, ich glaube, waren 400 Propheten an ihrem Tisch. 400 Propheten. Das bedeutet, sie hat sie genährt. Mit was hat sie sie genährt? Mit falscher Lehre. Mit dem falschen Geist. Und mit falscher Lehre. Und das war echt die 400 Propheten, wie auch gegen Elia gegangen sind. Und er hat sie geköpft, war eine Konfrontation da, um zu sehen, wer der Wahre ist. Ein Prophet. Und ich glaube, der Geist Elia kommt wieder zurück in diese Endzeit in der Gemeinde, auch für Isabel zu konfrontieren. Dieser Geist mit Zauberei, mit Lust, wie wir gesehen haben, mit Kontrolle. Es gibt noch sehr viel mehr, wo ich darüber sprechen könnte. Über. Terry, you've said so much. Ja, Terry, du hast sehr viel jetzt gesagt. You're like a machine gun. Okay. Ein Maschinengewehr, aber sehr, sehr gut. Klar, klare Rede. Very intense. Sehr intensiv. Can we continue this next time? Können wir das mal weitermachen? Yes. Yeah, I think that would be really good. Ich denke, das wäre sehr gut. You speak to many different kinds of themes that are important to us. Du hast viele Themen angesprochen, die wichtig sind für uns. And I think it's really important that you finish this. Ja, du solltest das dann beenden in diesen Themen, ja? Yes. Let me give you 5 more minutes just to wrap up your thoughts for this. Du kannst noch mal 5 Minuten, um die Sache abzuschließen. Wäre das okay? Okay, okay. Okay. Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende. Wie gesagt, ich könnte noch viel sagen darüber. Aber vielen Dank, dass ihr dazugehört habt und ihr seht, dieser Geist ist sehr am Wirken. Wir sind in einem geistlichen Krieg. Es ist ein unsichtbarer Krieg, aber es ist ein realer Krieg. Und ich bete wirklich, dass eure Augen aufgehen, die Augen eurer Herzen aufgehen, damit ihr auch erkennt, was der Isabel-Geist ist, ob er in euer eigenes Leben ist oder ob ihr unter diesem Einfluss seid oder ob das in eurer Gemeinde ist. Und ich bete wirklich, dass euch Gott hilft, davon frei zu werden und davon andere Menschen frei zu setzen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend und einen reichen Gottes Segen. Vielen Dank. Yeah.